Ah ja. Wir sollen uns wieder mit Sigurd treffen. Unserem Adoptivbruder. So, ein bisschen OBS im Auge behalten. Gestern ist es ja nach ein paar Minuten abgestürzt. Nicht, dass das heute wieder passiert. Toffel, einen wunderschönen guten Abend. Oh hier, Pat. Sigurd, stimmt etwas nicht? Vielleicht hilft sie ja auch. Wir werden mit Tona reden. Nur wir beide. Iva und Uba warten hier. Tona soll denken, dass wir allein sind. Ich glaube, niemand von uns kann verhindern, dass Iva ihr den Schädel spaltet. Wir gehen ja zu Tona. Er hat auf dem Weg über nichts anderes gesprochen. Gut. Die alte Schildmaid. Wir kommen gleich zurück. Ein kleines Vermögen für den, der Tona zu Hehl schickt. Ich erinnere dich daran. In Cheopedun klang es, als hätten die Brüder eine Abmachung mit Tona. Was ist geschehen? Sie ist eine Söldnerin. Uba brauchte ihre Männer und ihr Wissen. Aber ihr Verhältnis ist nicht mehr das Beste, weil sie Burgrad nicht besiegt haben. Ich habe gehört, Tona dürstet es nach zwei Dingen. Reiches Silber und hartes Bettgeflüster. Beides deutet nicht auf Treuseligkeit hin. Wenn man ihr nicht trauen kann, was bringt sie uns? Das müssen wir herausfinden. Vielleicht können wir sie zufriedenstellen. Und wenn wir das nicht schaffen? Iva sagte, du sollst deine Axt mitnehmen. Da sind sie ja. Wie erwartet. Wenn sie an dir gefallen findet, rede du weiter. Ich glaube, du bist eher nach ihrem Geschmack. Nein, nein. Das ist deine Herausforderung. Kommt schon. Okay. Trödelt nicht so. Ich muss mich in Acht nehmen. Sigurd, warum kommst du an diesem lebhaften Tag in mein Lager geschlendert? Ich vermute, das weißt du bereits. Sah von weitem männlich aus. Der Gestank glühender Kohlen verrät dich. Und doch bist du hier, um zu reden. Also ist Burgred wohl unauffindbar. Und wer bist du, mein Täubchen? Willst du deinen Arsch in meinen Schoß setzen? Deswegen bin ich nicht hier. Ach so, jetzt seht ihr gar nicht die möglichen Antworten, ne? Das wollt ihr doch wissen. Und warum denkt ihr, ich hätte die leiseste Ahnung davon? Probieren wir es mal hier. Wir haben Briefe gefunden. Aufzeichnungen eines Handels. Ihr beide habt eine Vergangenheit. Was soll ich sagen? Der König zahlt gut für meine Dienste. Wenn ich nur dasselbe über diese Ragnarsson-Dummköpfe sagen könnte. Du redest doch gerade mit mir. Und ich will wissen, was du weißt. Nenn mir deinen Preis. Also gut. Ich könnte eine neue Kuh gebrauchen. Du könntest sie bezahlen. 520 kostet die Kuh. Die Hälfte. Ich werde nicht bezahlen. Ja, okay, wir machen mal die Hälfte. Wir wollen ja nicht so sein. Wenn Sheolwulf auf dem Thron sitzt, wird es ihn kaum freuen, dass du ihm im Weg standest. Dass du an ihm zweifeltest. Gib dich mit der Hälfte zufrieden und Sheolwulfs erster königlicher Befehl wird nicht deine Enthauptung sein. Hm. Diplomatisch. Starke Ansage. Spuck's aus. Burgred bezahlte mich, um die Ragnarssons von zwei Orten fernzuhalten. Legrakester und Tempelbuch. Eine große Menge Silber. An eurer Stelle würde ich da mal nachsehen. Das ist alles. Mehr weiß ich nicht. Wir sind hier fertig. Dafür zahle ich 260 Piepen. Sagen dir diese Orte etwas? Mir nicht, aber den Brüdern sicher. Ich werde es ihnen erzählen. Bleib nicht zu lange hier. Wir müssen uns einen König fangen. Sigurd hat uns alles erzählt. Gut gemacht. Legrakester und Tempelburg. Was wissen wir über diese Orte? Legrakester ist ein großes Dorf. Und Tempelbruch ist eine alte Festung. Das ist auch schon alles. Burgred könnte sich an einem dieser Orte verstecken. Suchen wir da, so schnell wie möglich. Und was machen wir mit Tona? Ich verwette meinen Sackschweiß darauf, dass sie Burgred schreibt, um ihn im Austausch gegen Silber vor uns zu warnen. Das lass mal meine Sorge sein. Ich verwette meinen Sackschweiß. Wir sollten jetzt aufbrechen. Ich kann mir die Feste von Tempelbruch vornehmen. Ich werde dir folgen, Sigurd. Dann bleibt mir nur Legrakester. Ich bin sicher einsam ohne euch. Nimm dir jemanden mit. Vielleicht wagt Eivor es ja, dir Freundschaft zu schenken. Geht schon vor. Ich werde euch bald einholen. Weil?
Das können wir eigentlich mitnehmen. Was ist mit dir? Seid abgegangen, wir schaffen auf! Ja. Mach zu. Du bist so gut wie tot. Denkst du? Du bist erbärmlich. Hier komme ich durch. Nein. Doch. Oh. Was haben wir denn hier? Wie bist du denn jetzt hier reingekommen? Die Schatzkammer gefunden, ne? Den Vorratskeller quasi. Skadis Zorn. Oh, fein. Dann haben wir hier inzwischen was geklaut. Oh, Essen. Okay. Dann haben wir ja eine Kleinigkeit. Dann müssen wir da drin mal gucken. Sie irgendwo reingeht. Oder unten wird schon was angezeigt. Okay, wie kommen wir da rein? Ist das hier nur Mauer oder gibt es da auch noch einen Eingang irgendwo? Nee. Das ist nur Mauer, so wie es aussieht. Gucken wir hier mal. Irgendwo unter Tage geht. Hier geht's unter Tage. Dazu muss ich die wahrscheinlich schubsen hier. Geht das? Nö. Ah. Oh, habe ich eine Fackel? Kann ich die Lampe nehmen? Nein. Was ist denn, wenn ich rechts drücke? Okay, das wäre war Gesundheit. Da, eine Fackel. Ah. Gut, hier ist jetzt hell. Egal. Anzünden. Aha, hat geklappt. Einmal, zweimal, jawohl. Okay. Okay, diese Statue scheint das Artefakt zu sein.
im Schälchen. Römisches Artefakt erhalten. Okay. Gibt's noch einen anderen Weg raus? Nee. Oder hier? Ah, doch, das ist wahrscheinlich... Brauch nochmal Licht. Nee. So. Was ist das denn eigentlich? Bohren benutzen? Gewässer? Meditieren? Reittier rufen? Tarnen? Fackel. Aha. Keine Animation, wie er die Fackel reinhebt. Ah, die gab es ja schon bei Origins. Zweite Kerze auf, hopp. Ah, geht doch. Oh, ganz anderer Weg. So. Wunderbar. Ich vermute mal, dass der da drin ist. Werde ich verfolgt? Nein. So, oder? Ich glaube schon, dass wir hier richtig sind. Ja. Vielleicht stehen die sogar da oben. Okay. Gehen wir mal hoch. Ja, wir nehmen den direkten Weg. Und gucken mal, wer da so rumsteht da oben. Komm. Ja. Das war unser Iva. Können wir noch plündern? So. Was geht, Alter? Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wieselburgrät ist hier, ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uba und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burkhard hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron. Was ist zwischen dir und Uba? Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Check den Job. Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich, wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Schöner Mond. Dein Speer kommt nicht wieder. Das sieht ja sogar richtig rund aus. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burkhard uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe rein. Suche in Leckerkester nach Hinweisen zu König Burkhards Verbleib. Durchsuche die Kirche, durchsuche das alte Badehaus. An der Kirche war ich doch schon, Digga. Oh Gott, ja. Also wenn er nicht den obligatorischen Adlersprung macht, dann sieht das schon komisch aus, beängstigend. Das muss das Badehaus sein. Irgendwie muss ich da rein. Einfach so. Fundias oder Werusa!
wo können wir denn rein? Fenster offen? Nee, nur schattig. Hallo? Ich hänge. Ubisoft. Gucken wir erstmal nach einem normalen, leichten Weg. Bam. Kein Loot. Fahrstuhl? Also Aufzug. Ah. Clever. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Das ist doch Erdemist. Wir kämpfen, um Tamefjord von den Dänen zurückzuholen. Wir sollen zuerst die Nahrungsversorgung sichern. Leofrids Anweisung. Leofrids Anweisung? Der König hat ihn längst satt. Weißt du das nicht? Das erzählen sich jedenfalls alle. Hat ihn satt? Wie meinst du das? Bist du denn blind? Er stellt Bogrets Befehle bei jeder Gelegenheit in Frage. Seit die Dänen aufgetaucht sind. Da, da muss ich handeln. Erledigt. Okay. Durchsuchen wir mal das Badehaus. Kleine Ausfluchtrune. Okay. Na, komm. Digga. Ja, du darfst auch. Oh. Okay, das Timing muss ich noch drauf kriegen hier. So, was haben wir noch? Hier direkt nichts. Das ist zum Tragen. Ist auch noch ein Keller. Sieht so aus, ne? Ne, die haben einfach nur die... quasi die Badewanne zugemacht. Neuen Boden drauf. Okay. Sonst gehen wir mal wieder hoch. Vielleicht gibt es da noch Räume, so wie den. Eine Katze. Das sind jede Menge Vorräte, die sie hier verstecken. Komm, kuscheln. Miau. Leofrids Anweisungen. Schafft das Getreide ins Badehaus. Haltet es dort bis zu meiner Rückkehr unter Verschluss. Manche Bauern werden sich womöglich wehren. Seid nicht zu hart mit ihnen, zu ihnen. Wir nehmen ihnen ihre Lebensgrundlage, ohne versprechen zu können, dass sie je alles zurückerhalten. So. Wie das so ist. Okay. Sonst noch was? Da geht's weiter. Da geht's hoch. Ja. Irgendwo müssen wir noch einen Hinweis finden, ne?
Da kommen wir her. Okay. Gehen wir da mal hoch. Da hätten wir auch reingehen können. Quasi. Ja, aber irgendwie scheint hier nicht mehr zu sein, ne? Aber hier ist noch Loot. Brauchen wir ja auch. Oh, voll auf die Kante geflogen. Dieses Paddel. Gehört das hier noch zum Badehaus? Wahrscheinlich, ne? Nee. Führt mich wieder dahin. Okay, da bin ich rein. Okay, ist da unten noch ein Eingang? Können wir mal runtergehen? Nee. Ne, vielleicht geht's hier noch irgendwo rein, wo wir noch mehr Informationen finden. Aber ich wage es zu bezweifeln irgendwie. Ja, in dem Teil müssen wir jede Menge Loot mitnehmen. Wir müssen ja unser eigenes kleines Ding aufbauen. Na, ja, sind wir wieder hier. Ach, guck mal. Ich laufe hier ganz ums Eck und da hätten wir direkt reingehen können. Ja, komm, dann gehen wir da mal rein. Kann ja gar nicht sein. Ich habe schon alle erledigt. Guck mal. Hier können wir vielleicht noch was finden. Was macht er jetzt? Okay. Guck mal, irgendwie habe ich das Gefühl, da runter zu wollen, ne? Geht's aber nicht runter. Die Wunden passen zu sächsischen Waffen. Ich weiß, okay, wo ich den Täter zu suchen habe. Ach so. Ist es wieder so, dass man andere Gefallene hier rächen kann? Das war doch schon mal in irgendeinem Teil. Bei Syndicate, glaube ich, ne? Ah, guck mal, da draußen liegt was für uns. Nix drin, doch.
Ja, aber ich glaube, was er uns da anzeigt, ist einfach nur der Mörder von dem anderen Kollegen hier. Das hat ja jetzt mal keine Priorität. Achso, guck mal, den habe ich schon getötet. Nehmen wir einfach mit. So. Eine kleine Herausforderung mitgemacht. Ja, was? Doch jetzt ein bisschen doof, ne? Warum finde ich hier nichts? Ah, guck mal. Hier geht's auch noch weiter und hier liegt noch was. Nehmen wir mit. Und dann. Gilbert. Eivor. Alter Wikinger. Hast du den Verstand verloren? Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich. Die Memme, ob der noch stirbt. Nach Burgrad. Du bist Evas Späher. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgrad selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden. Aber erst nicht in Legarkester. Woher willst du das wissen? Leofried kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Leofried. Hier horten sie nur die Nahrung. Und es wird noch besser. Ich glaube, der Name hat heutzutage es auch keine Zukunft. Befehl, mehr Männer zu Burgrets Frau, Lady Ethelsweet, zu bringen. Zeus, einen wunderschönen guten Abend. Und sie muss Prohost. Wissen, wo Burgret sich versteckt. Hörst du das? Da wird zum Schlacht gerufen. Los, bringen wir dich schnell hier raus. Wo willst du denn hin? Ja, soweit. Wir nehmen den Weg über den Markt. Hier lang. Die Erkältung oder Grippe ist fast überstanden. Da ist noch was. Und selbst alles im Lot. Okay, komm. Wir nehmen den direkten Weg hier. Weg. Sie sind überall. An meiner Seite. Was soll plündern, ich tun? Plündern. Los, kämpfe. Ah, komm. Auf geht's mit Getüse. Oh, neues DLC für Heu 4. Cool. Hey, hey, hey. So, who's next? Hoppala. Ah, hat geklappt. Bist du verletzt? Sag was. Ich glaube nicht. Mein Gott, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Yep, die hätten Wo dich getötet. Wo ist dein König, Sachse? Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Ja, erlöst. Wann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und Gejammere zu beantworten? Was hast du dir gedacht, Eva? Gilbert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Eva hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Mercias Feind, nicht sein Held. Genau. Verstehst du? Ich verstehe. Bübchen. Gut. Jetzt geh zurück nach Heopedon und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Burgrets Frau Ethelsweet ist im Tempelbuch. Ich werde herausfinden, was sie weiß. Genau. Weiter geht's.